Jahr haben wie im Vorjahr 6,3 Millionen Gäste das Oktoberfest besucht. Dabei haben die Wiesnfans aber weniger Bier getrunken als 2018. Festleiter Clemens Baumgärtner von der Münchner CSU sprach zum Abschluss von einer schönen, friedlichen Wiesn. Dabei war die Polizei deutlich öfter im Einsatz als in den Vorjahren und es gab einen Rekord an Fahrern mit Alkohol am Steuer. Allein 414 Fahrer von E-Tretrollern hat die Münchner Polizei gestoppt.